Leute, und willkommen zurück auf The Mercecraft beim weiteren Video, und zwar zu der nächsten Folge vom Review des Redstone Freizeitparks. In der letzten Folge haben wir uns The Desert, also der Wild Western, anguckt, und davor die Folge hier den Bereich The Woos, also der direkt hinter mir ist. In dieser Folge werden wir uns den Underground angucken. Eigentlich wollte ich heute Hills angucken, aber das wird dann das große Finale, also die Folge vor dem Finale. Also erst machen wir heute den ganzen Underground, also hier drunter ist noch komplette Ebene. Danach kommt hier der Hill und danach das Ende, aber so an sich ändert sich ja nichts. Und dann suchen wir jetzt mal den Eingang in den Undergrounds, und ich habe den bekanntesten Eingang, den ich hier bis gefunden habe, ist der hier vorne, nach den Vögeln durch. Ich mache das leiser, dann nervt mich. Ja, und hier hinten hatte ich irgendwo den Eingang gesehen, in die Höhle, ja. In den Zubit Underground Abenteuerweg, okay. Naja, also ja, ich höre schon Pistons, ich höre Technik. Was macht der denn hier? Hier fliegt eine Fliege rum. Kacke, hier fliegt eine Fliege rum. Ah, das ist ein Weg, also auch Adventure Map. Also Leute, wir gucken uns das etwas an. Die Design, das bleibt oben. Die Renderstens lasse ich unten, da habe ich in der Höhle sowieso nicht für gebrochen. Performance machen wir alles an. Und ja, wir haben 60 MPS aktuell. Außerdem habe ich jetzt noch einen Stuhl. Ist richtig gemütlich, weil ich zu Weihnachten komme. Und ja, der PC steht jetzt auch unten nicht mehr oben. Und ja. Die sehen wir ein paar Gänge. Das gehört alles, glaube ich, zu der Red Story. Die sehen wir dann bald, aber die ist noch nicht fertig. Hier sind die Fledermaus. Können wir nicht schlagen. Mit dem Schild ohne Text. Und dann gehen wir mal weiter. Hier ist eine Wand. Hier kommt irgendwas gleich raus. Nee, nix. Okay, das eben nicht. Wie lange muss ich denn hier laufen? Da. Okay, da sind wir da. Und zwar, das ist der offizielle Eingang zu der Underground. Und wir werden alle Traktionen von links nach rechts durchgehen. Und wir gucken uns mal den Bereich an. In der älteren Version, also bevor der Kenias übernommen hat, gab es den ganzen Bereich hier noch nicht. Und ja, die FPS doch mal wieder. Ach, wahrscheinlich, weil jetzt ja alles lenken muss hier. Okay, Dynamik gleich. Warte, ich guck mal hier, was ist das überhaupt? Auf. Aha. Okay, also ist dann doch on animations, water animated, braucht kein water animated, lava animated, brauch ich auch nicht, power animated, hier nutzt sowieso nicht. Power particles, der Riss ran bleiben. Ja, so ist es. Wir haben hier stilles Wasser. Und hier haben wir die Love Story von Darkfly, also auch gemacht von der Kenia. Und da schauen wir mal ein und versuchen mal den Text zu lesen, denn der geht ziemlich schnell. Ach ja, und den Knopf müssen wir auch noch drücken. Etwas schlecht, die Positionierung gemacht. Drücken drauf und fahren los. Und werden losgeschubst. Und ich sehe es. Hier wird man angehalten. Und das war das Bauteam der Kenia. An Tages 2 lernen sich kennen über das Team, welches Leute der Kenia nennt. Und wie kann ich das stoppen? So. Sie bauten, was ich auch jetzt sage. Aber man bauten wir einen Stank und sage. Also die bauten ganz viele Sachen. Und hier fällt man wieder stehen. So. Und als die Zeit so nun verstrich, sie wurden Freunde ganz verweigerlich. Ja. Und ja, dann fahren wir noch eine Zeit weiter. Also der Text kann man nicht, das schafft man nicht gar nicht. Und dann haben wir hier das nächste Stück, das Licht geht dann an. So. Das auch durch schwere Zeiten, es geht, doch man ist versteht, man helfen einander sehr, so dass die Freundschaft nicht verweht. Ja, hättet ihr etwas anders machen können. Ja, sieht man schlecht. Also man müsste die Vogels hier schon sehr hoch schalten. Da steht er. Also die waren immer zusammen. Also eine Love Story. Fährt mal dahin. Bleib mal wieder stehen. Ey, ich will das mal die. Ah ja. Also, wenn ihr es rausfindet, ladet euch den Freizeitpark runter. Den gibt es auch, glaube ich, seit gestern auch zum Download. Also unbedingt mal runterladen und gucken. Aber das ist mal Mühe dazu. Und dann gucken wir uns mal hier an. Und ich sag euch, mein PC ist gut. Also hier kommen wir wieder hoch. Okay. Mein PC ist gut. Also mir ist das Problem nur die Grafik. Der Prozessor ist ganz gut. Also es liegt bei euch im PC, ist die Garantie, dass es nicht läuft, sehr gering. Also müsst ihr schon mindestens eine 1050, 1060 drin haben. So ungefähr in die 3. So, 2, 3 Kerne. Also 3 Kerne würden nicht reichen. Und hier wären die U-Bahn, die gucken wir uns auch im letzten Part an. Und hier oben haben wir dann die Bowlingbahn. Zur Bowlingbahn. Und ja, man geht hier einfach rein. Ja, da oben geht man rein. Und hier, wenn Lampe an ist, dann ist unser Spiel besetzt. Ist aber nicht besetzt, da wir hier drin sind. Und sobald wir bezahlen mit einem Ticket, wir bekommen so einen Stick des Verderbens, den wir jedes Mob killen können auf der Welt. Und Holz kaputt machen kann, hat's Damage? Ne, hat nichts drauf. Ist aber mit Knopfweh versabbert. Und ja, Knüppelrückgabe, und man bekommt, wenn man drückt, bekommt man 2 Eier. Also 2 Eier, mein Zorn spawnen. Dann bekommt man
ein Ei und man kann, solange die Lampe anbleibt, kann man es bestellen. Also man kann jetzt nichts anfordern, muss jetzt also wieder bezahlen. Also man muss eine Strategie finden, wie man trifft. Ich hätte mal irgendwie sowas hier gesagt. Weil Josef hat auch eine Challenge gemacht, wie man es schafft, auf alle zu treffen. So irgendwie. Nee, so trifft man natürlich nicht. Also so könnte man es mit zwei Schüssen schaffen, alle wegzukriegen. Also mit etwas Glück sollte man es schon schaffen können. Na? Jo. Also nicht geschafft. Jetzt kommt wieder Reset. Also ich muss wieder bezahlen. Ah, jetzt wird mir kein Nerdknüppel gegeben, da ich schon bezahlt habe. Und da werden jetzt neue Flaschen gespawnt. Und ich kann mir wieder ein Ei nehmen. Darf ich's? Naja, ich müsste eigentlich nur eins haben, in Theorie. Bowlingkugel, die sitzen mir dann hier vorne. Was passiert, wenn wir es so machen? Na, schafft man nicht. Wir schaffen es eigentlich theoretisch gar nicht. Und dann irgendwie so. Also es gibt sicher eine Möglichkeit, das zu machen. Nein, und dann bleibt einer in der Mitte übrig, ja. Also das könnt ihr gerne ausprobieren, wenn ihr den kriegt könnt, dann schreibt mal in die Kommentare. Und hier kann man, nee, und hier kann man dann den Knüppel einfach wieder zurückgeben. Und dann wird die Tür auf und man kann wieder raus. Bowlingbahn von Shiwi. Sagen wir einfach mal so. Und da knallt jemand mit der Tür. Ja. Wir laufen hier in der Attraktion weiter runter. Und als nächstes bewundern wir. Was bewundern wir als nächstes? Ich flieg mal durch, damit es schneller geht. Hier. Ja, hier waren wir gerade. Und dann geht's hier zu U-Bahn. Habe ich nicht gerade? Ja, hier waren wir gerade. Okay. Dann geht's hier weiter und dann gehen wir als nächstes zu Geisterbahn. Okay, dann gehen wir mal zur Geisterbahn. Das ist schon eine erste Attraktion, die es hier auf dem Freizeitpark gab. Und hier sieht man auch. Das ist was von der Red Story. Ich glaube, es hat noch was zu tun mit dem Ich glaube, es hat was damit zu tun, was wir gesehen haben in der letzten Folge. Dass diese Horrorgeschichte da oder. Also nicht die Horrorgeschichte, diesen Saal, Essenssaal oder was. Und ich bin mir ziemlich sicher, was damit zu tun hat. Und ja. Ist ja so eine Art Schnitzeljagd später im ganzen Park durch. Aber brauchen wir nicht mehr. Ja, so. Hand lässt sich mal frei. Ich habe bezahlt und jetzt geht's. Zu Geisterbahn, Leute. Also, jetzt sind wir mal ganz ruhig, denn es gibt die Jumpscares. Und ich bin ganz leise, also ihr müsst den Ton noch machen. Also ich bin den Ticket bitte. Naja, ist weg. Schade, der Arme. Hat ein schönes Leben. Gehen rein. Und jetzt sind wir ganz ruhig. Und jetzt fahren wir mal ganz leise durch. Wir sehen, wir fahren. Wir fahren weiter. So, ich mach nur ein Mikro etwas hoch, damit ich etwas lauter bin später. Denn mein Mikro ist ziemlich weit weg gerade. Von mir weg. So, so ist besser. Und jetzt fährt man auf Vollspeed los. Bisher ist nichts passiert. Da kommt so ein Lane Life runter. Der denkt, der schreckt an. Hier fällt man im Tunnel runter. Ich fahre mal lieber im F5. Hier wird man fotografiert. Hier fällt man dann hoch. Und fährt durch einen schönen Raum. Mit den ganz vielen Gräbern. Also es ist, glaube ich, die erste Generation. Früher sind ja auch einmal sonst rausgejumpt, aber nope. Jetzt nichts mehr. Dann fährt man weiter. Okay. Wir fahren hier weiter. Und hier haben wir einen Clown. Yay. Toll. Clown. Der beißt uns. Oder auch nicht. Naja, dann beißt er uns eben nicht. Dann fahren wir hier eben durch. Fahren wir nur und dann fahren wir in die Lava rein. Oder auch nicht. Fahren wir wieder weiter und wieder weiter und weiter und weiter und weiter. Und fahren immer weiter. Ui, das war der hier. Das ist ein Geist. Okay, ui. Ja. Verliere schon die Orientierung, man fährt hier. Seit rechts, links, rechts, links. Okay, und hier ist ein Pferd. Nice. Und das verfolgt uns jetzt, aber jetzt versuchen uns zu essen. Und wenn man jetzt hier noch. Also man sieht da die Technik. Wir sehen, dass Minecraft. Das ist ein Pferd, was auf dem Minecraft drauf steht. Also ich habe genau jetzt einen richtigen Moment erwischt. Wenn wir jetzt auf Moody stellen. Da fahren wir hier in die Dunkelheit. Und wir haben so ein Pferd, was uns verfolgt. Und schnell, lauf weg, Minecraft, schnell. Minecraft, gib Gas. Ah, das Pferd ist an uns dran. Und es knurrt uns noch an. Das scheiß Pferd. Ferdi, weg. Ferdinand. Ist weg, das Pferd. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Oh, nee. Wir kriegen, das kriegt uns. Das kriegt uns, glaube ich. Oh, schnell, Minecraft, schnell. Wir schaffen das. Kacke. Und da kommt jetzt genau mit dem Po auf uns drauf. Und ne, passiert nichts. Das wird jetzt resettet. Und dann fahren wir hier in ein Skelett rein. Was weint? Das war, glaube ich, ein falsches Zeichen. Ja. Und dann fährt man hier, wieder hier hoch. Und dann wieder hier hoch. Und dann wieder hier hoch. Und dann wieder hier hoch. Also
sehr großes Hin und Her. Also ich habe nie so eine Autobahn gesehen, die so rechts, links, rechts, links, rechts, links fährt. Aber egal. Hui. Hui, da kommt der Kürbis durch. Ja, also wenn ihr euch erschrecken wollt, dann guckt selber euch. Dann haben wir die nächste. Dann fahren wir hier durch so einen Gang. Der Gang, der Geklapper der Türen. Die klappern hier einfach rum. Hier fliegt dann so ein Lane Life durch. Den ich natürlich auch sofort wieder kille. Ja, also Lane Life sofort wieder down. Und der Kaktus droppt und wir sind wieder raus. Ja, du. Bild wegen Datenschutz nicht gegeben. Ja, diese hier mit dem Datenschutz. Ist noch ziemlich streng hier im Freizeitpark. Bowlingbahn, U-Bahn. Und jetzt ist noch die zweite Horrorattraktion. Und zwar der... Was war das andere? Das Horrorhaus, ja? Die das Geisterhaus. Achterbahn und oben zur Wüste. Nee. Also ich fahre ich einmal mit der Achterbahn, einmal mit dem anderen Ding. Adventure-Achterbahn. Auch gebaut von Dakenia. Hier durch. Und dann können wir hier direkt wieder einsteigen. Und wir sind schon bei 11 Minuten, wir haben erstmal gerade die Hälfte durch. Und das hier zeigt ein bisschen so die Geschichte von Minecraft, so wie ich es verstanden habe. Also wir sehen erstmal nur Bäume, so die einfachen Sachen, Wasser. Ja, ich weiß nicht, was wir da verloren haben. Aber so Bäume. Danach kommt man mit der Zeit ins End. Dann werden schon die Sachen immer... Ja, der hat das Uziokomiya gebaut, irgendwelcher. Und dann fährt man durchs End, so ein bisschen durch die Geschichte von Minecraft, das End. Und die Endstones, da war irgendwo ein Ei oder was. Fährt man hier durch, da fährt man hier wieder durch und hier wieder durch und hier wieder durch und weiter durch. Ich hätte mir so ein Endportal so gewünscht, so, aber das wäre ganz geil, aber nicht. Und dann fahren wir hier durch das Netherportal irgendwann mal, aber nicht. Nee. Ja, hier wird's rot, alles voll Lava. Ja, schneller wäre nice. So, gecheatet. Ja, mit W. Fährt man hier etwas schneller, wieder durch den Gang. Dann sieht man so, man entdeckt Minecraft, man sieht diese Prismarines, man entdeckt Strände, man entdeckt andere Sachen. Aber ist meine Meinung. Also jeder sieht in dieser Achterbahn was anderes aus. So ist eine Meisterachterbahn von Dakenia. Und die ist richtig geil. Also kann ich euch jedem nur empfehlen. Also Riesenlob an Dakenia, was ihr hier geschafft habt. Ihr habt den großen Quarzsaal, einen riesen Thronsaal oder was auch immer. Und hier haben wir alle Credits. Sind es schon die Credits? Nee. Hier wird man dann rumgebounced, hui, wieder hingebounced. Und da fällt man in die Lava rein. Oder auch nicht. Hä? Out of order, ja. Fällt man dann wieder durch so einen Saal, der... Und die Petze! Unsere geliebte Petze ist da. Nice. Fällt man hier wieder hoch und hier wieder hoch und dann... steigt man hier wieder aus und wir haben es geschafft und dann gehen wir direkt zur nächsten Attraktion und zwar zu dem, sind wir nicht im Untergrund? Naja, zum Geisterhaus. Zur Erinnerung, das Geisterhaus war mal damals vor langer Zeit oberirdisch, das war in der Wüste früher. Da haben sie dann nach oben gemacht, nach unten also meine ich, das war früher immer in der Wüste. Da wo jetzt das der Kinderpark war, ja was willst du denn hier du? Ich hätte das ja das auch erkennen sollen. Hier passiert nichts. Ich weiß, hier ist auch nichts. Hier die Tür macht auch. Sie sollte eigentlich klappern. Ja, jetzt klappert. Ich bin irgendwie drüber gesprungen. Ja, klappert. Wir schaffen es raus. Hier kommen dann zwei so Skelettis raus. Skelettis. Kommen hier wieder raus. Latscht hier durch. Passiert nichts. Hier kommt dann ein Skill raus. Also ich kenne das mal. Also ich erschrecke. Wo ich das erstmal gesehen habe, war ich mich hier schocken immer hier damals. Aber jetzt erschreckt man sich im Raum. Ja. Und dann gehen wir wieder in die Underground. Zum Underground, im RFP Underground. Zum Underground. Weiter zum Underground. Fahren wir weiter zum Underground. Okay, dann sind wir Underground. Und dann gehen wir zur nächsten Attraktion. Und zwar haben wir hier eine Cafeteria. Und ja, wie geht das? Cookie-Automat. Kürbiskuchenautomat. Essensgrate 5 Cookies. Nice. Das nenne ich mal ein Angebot. Ich habe keine Essensgraten. Toll. Essensgraten klauen. Ja, ich habe nichts gesehen. Die Leute haben hier nichts gesehen. Ich habe hier... Ja, gut. Zum Glück, dass ich allein bin. Aber, ne. Essensgrate und dann, wenn alles richtig klappt, kriegen wir 5 Cookies. Auf jeden Fall. Ah, okay, die werden hier gewechselt. Nice. Und hier kriegen wir dann Kaffee. Hm. Heißschokolade. Kaffee, schwarz. Ich nehme eine Heißschokolade. Muss man hier bezahlen? Ist hier etwas schlecht beschildert. Hier oben steht auch nichts. Ach ja, und jetzt kann man auswählen.
Wo ist jetzt mein... Ah, da ist ja meine heiße Schokolade with no effects. Ah, die ist etwas kalt. Sehe ich schon. Und hier werden auch leckere Tees, also das gleiche mit Tees wie Kaffee. Ziem ist recht leicht, aber etwas schlecht beschildert. Also ich fand das in meinem Restaurant schon etwas besser. Und hier wollte ich das zeigen, Leute. Das ist doch eine Meisterleistung. Also was man hier gebaut hat, was sie hier geschafft haben, die Leute. Guck mal, guckt euch mal das hier, nur das hier an. Das ist doch schon richtig geil. Das ist das Screen von heute. Sehen wir schon. Ich sehe das schon. Das wird das Screen von heute. So. So. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Ui, hier. Also wo waren wir? Hier, an der Cafeteria. Hier kommen wir dann nicht entlang, also muss hier hinten rüber. Und dann geht man hier zu Darkenia-Bahn. Ja, das ist dann die Darkenia. Okay, dann habe ich das jetzt verwechselt. Ja, das ist die Darkenia-Bahn, die ich meinte. Mit die Geschichte zahlen. Ticket bezahlt? Ich habe letztens gerade bezahlt. Ticket. So. Hä? Mit die F? Ticket. Das ist doch ein Ticket. Okay, also man muss es doch einwerfen. Ich mache doch keinen Unterschied. Darauf nimmst du sowieso auf. Also hier einsteigen. Da fährt man los. Ja, das ist die Bahn, die ich meinte. Also man fängt mit Minecraft an, hat nichts. Man sieht, man entdeckt man die ersten Farm-Items, man farmt dann die ersten Sachen so. Also das andere habe ich dann verwechselt, doch. Ja, hat mich schon gewundert, weil ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung. Da fährt man hier durch so einen Minenschacht, also man entdeckt dann erstmal die Minen und aus der Erde, wie es dann ist. Ja, sehen wir in Sergius 144 darunter und ist ganz geiler Typ. Der ist der Anführer von dem Bauteam der Kenia. Dann entdeckt man hier die Pilzbiome und sowas alles, also ganz geil. Dann entdeckt man, also so ungefähr ein bisschen die Geschichte von Minecraft. Dann baut man schön Höhlen, Systeme. Dann haben wir hier nix. Ein Chest Minecraft. Ui. Dann fährt man hier durch ein Nether-Portal. Haben wir da nicht gesehen. Aber dann fahren wir hier durch einen schönen Nether. Also alles Brand, Lava, Feuer. Also ganz schön. Dann fährt man hier wieder entlang. Und dann wird dann hier beschleunigt. Wieder mal. Hier verfliegt dann so ein Geist rum. Also ich, hätten sie besser mal. Ihr könntet so eine Art Gast machen, der dann hier so irgendwie rübertürnt. Damals sind zwar auch möglich gewesen, aber ja, ist auch so gut. Und dann fahren wir hier langsam hin und fallen da runter. Und fallen wieder runter. Und fallen dann hier wieder, fahren hier runter. Und dann fahren wir hier runter und fahren hier wieder durch den Nether. So, man entdeckt hier so ein bisschen die Nether-Festung dann. Da haben wir dann diese Wither-Skeletons gesehen. Das haben sie hier mit sehr viel Liebe zum Detail gebaut. Also, hier nehmen wir Nether-Kids, Bonsole, Nether. Hier werden wir dann wieder durch so ein Portal wieder durch. Und da haben wir Lane Life gesehen, glaube ich. Ich glaube, das war ja. Bin mir nicht sicher. Hier wird dann hochgebounced. Und ja, immer ganz schön. Also richtig schön gebaut hier auf jeden Fall. Mit einem TNT. Da haben wir wieder so einen. Jemand aus dem Darkenia-Team. Und dann fällt man hier in die Lava. Oder auch nicht, denn der kommt raus. Und man fährt wieder zurück. Also man fährt dann hier wieder hoch. Also ist eigentlich so eine Achterbahn, so eine Langstrecke. Also wenn wir das jetzt nicht machen würden, hätten wir uns sehr viel Zeit gespart. Aber ich gucke mir das gerne an. Ja, und dann kommen hier schon die Credits. Angeblich. Ja, da kommen die Credits. Hier fällt man dann langsam. Und zwar ein Blocknix, ein Chefbilder. Der wird dann mit TNT gesprengt hier der Gegend. Also mit sehr vielen Details hat man hier gearbeitet. Auf jeden Fall. Ich würde gerne auch im Test in der letzten Folge, wenn wir es auch machen, da werden wir einmal mit dem Command gucken, ob hier überhaupt noch Commands irgendwo sind. Wir werden einfach Replace all Commands machen. Hier sind zwar das Armor-Stand gespawnt. Hier ist irgendwie die Strecke kaputt gegangen. Ja. Ich glaube, hier ist irgendwas schief gegangen. Haben wir hier? Ja, haben wir nicht. Ja, also fast kaputt gemacht. Dann geht es hier weiter. Und zwar mit dem Chefbilder, Cosmic, irgendwas. Hab ich hier gesehen. Hab ein Redstone bekommen. Danke. Abfindung. Herr Fliege, Chefbilder, den brauche ich nicht. Kuchen. Ich will Kuchen. Ja, mein Kuchen genommen. Diese Leute. Die sind böse. Dann haben wir hier Sergius, das Teamleiter. Also das ist der Boss. Den haben wir auch vorher am Anfang gesehen. Und der ist auch der Anführer. Slash. Mein Gott, stehen bleiben. So. Ausgestiegen. Und ja, dann fahren wir hier in ein Riesenmal von einem Riesenmai. Also muss man schon erkennen können. Auf einmal hier. Und dann ist man gleich auch schon direkt am Ende. Nee, noch nicht. Hier sehen wir noch die Yo-Craft einmal. Und dann ist man raus. Da sieht man nochmal hier. Sergius, der oder Fliege. Weiß ich kann es nicht so schnell erkennen, wenn man da einmal rüberflitzt. Wäre geiler, wenn es so flitzt, aber man am Ende etwas erkennen kann, wer das ist. Also hier war die Darkenia-Bahn, dann haben wir hier noch diesen Gang, aber da waren wir schon durch. Ja, das war die romantische Fahrt. Dann haben wir hier hinten noch die
Themengebiete Wut, ja, da sind wir reinkommen. Okay, dann fehlt uns hier hinten, sind wir noch also nicht gewesen. U-Bahn, Bowlingbahn waren wir auch schon, da waren wir hier auch. Cafeteria waren wir auch. Okay, dann sind wir auch mit der Woods, denke ich mal, auch offiziell, ja, durch. Also Leute, das wäre es dann gewesen eigentlich mit der Woods. Haben wir eigentlich nichts vergessen. Also ich glaube nichts, hier geht es wieder raus angeblich. Zur Wüste. Wo ist der Ausgang in der Wüste? Also, Gasthaus, Untergrund. Ja, wo ist der Ausgang? Also ich sag mal hier. Zur Underground, zur Wüste. Und wo geht das hier lang? Hier zur dunklen Seite der... Zur dunklen Seite der Macht. Achso, ist ein Ausgang. Egal. Ja. Ich habe nichts gemacht. Also hier kann dann jemand kostenlos fahren. Also rückwärts fahren, aber es ist ja nicht möglich. Okay. Leckt gerade richtig. Das bei mir. Oh, die Frames fallen gerade richtig. So. Ja, und man kommt in der Wüste hier raus. Oh, da ist hier Chip. Chip, mein Freund. Hab sich schon so vermisst. Chip, wer nicht Chip kennt, ist mein Ballon, der jetzt wegfliegt hier. Ja. Chip ist mein Schaf eben. Das haben wir uns in der letzten Folge gekauft. Unbedingt mal gucken. Und wo geht das hier eigentlich hin? Also, hier kommen wir wieder runter. Und ja, Leute, das war es gewesen mit diesem Video. Ungefähr. Der Freizeitpark ist geil. Komm, ich bring mal Chip weg, denn er stört mich sonst. Chip, komm, wir gehen wieder hier unten hin. Chip. Kommst du, Chip? Oh. Wo ist ein Chip? Chip ist despawned. Chip ist tot. Na egal, da ist Chip weg. Ja, RIP, Chip. Der arme Chip hat ein kurzes Leben. Ja. Also ja, Leute, das war es gewesen mit diesem Part. Der Vorstellung im nächsten Part gucken wir uns dann doch The Hills an. Also morgen unbedingt mal einschalten, unbedingt gucken. Aber lassen, wenn es euch gefallen hat, kommentieren, was ihr vom ganzen Freizeitpark hält. Und außerdem gibt es auch auf meinem Kanal eine 10 Euro Paysafe Card Verlosung für Weihnachten. Also unbedingt mal gucken auf dem Video von gestern, ja, glaube ich. Und ja, das war's gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und ciao, Leute.